Es gibt immer so Versuche, die macht man, weil man weiß, man muss sie machen, aber da erwartet man eigentlich kein Problem. Und dazu gehören sogenannte Misuse-Versuche. Also es muss auch möglich sein, dass ein Kunde jetzt mit 30 Stundenkilometer in den Sandhaufen fährt, weil er den gerade nicht gesehen hat da. Und da sollte nicht der Airbag aufgehen. Und da das mit den Fahrwerkslagern, die der Audi normalerweise hat, überhaupt kein Problem war, bei den ganzen Audi-Fahrzeugen hat man gesagt, ja, machen wir auch nochmal. Ne? So, dann hat man den Versuch gemacht. Und ja, der Airbag ist aufgegangen. Und das war zu einer Zeit, da standen schon einige Produktionsfahrzeuge da. Da musste man also sehr hektisch dann diese Fahrwerkslager überarbeiten. Und das haben wir dann auch hingekriegt, aber da mussten dann einige Autos umgebaut werden. Und die sind dann alle nach Weissach gebracht worden. Ja, das sind so Sachen, dass, ich sag mal, das hat man fast bei jeder Autoentwicklung, dass da ganz zum Schluss nochmal irgendwas kommt, wo man dann nochmal ein bisschen Schweiß auf die Stirn kriegt. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, danke fürs Einschalten und heute habe ich einen Gast, der uns in seinem langen Berufsleben unter anderem drei ganz besondere Autos beschert hat, die sicher auf zahlreichen, wenn ich mal im Lotto gewinne, dann kaufe ich mir Listen stehen. Ich rede vom Mercedes 500e, dem Audi RS2 Avant und dem Porsche Carrera GT. Sie alle eint, dass sie bei Porsche entwickelt wurden und ich glaube, es gibt noch schlechtere Jobs, als solche Sonderprojekte zu leiten. Michael Hölscher war immer wieder zur rechten Zeit am richtigen Ort und ist außerdem mit dem nötigen Gespür gesegnet, um mit Ingenieuren verschiedener Hersteller solche Fremdentwicklungen in kürzester Zeit auf die Straße zu bringen. Ich bin Fan von allen drei Autos und freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat, um mit mir über seine Jahrzehnte bei Porsche zu reden. Viel Spaß also jetzt mit meinem Gast Michael Hölscher. Ich habe also mein Abitur in Bielefeld gemacht, habe dann in Hannover Maschinenbau studiert. Also das war für mich von vornherein klar, dass ich in Fahrzeugbau gehe. Weil, also ich weiß nicht, ob das eine besondere Sache meiner Generation ist. Man wollte die individuelle Freiheit haben und die war eigentlich immer verbunden mit individueller Mobilität auch. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, damals war mein Faible eigentlich Motorrad. Ich war einer der größten Motorradfahrer unter der Sonne. Aber es war klar, ich wollte Fahrzeugbau studieren, was ich auch in Hannover gemacht habe. Dann habe ich mich bei verschiedenen Firmen beworben und ich habe mich im Wesentlichen bei Automobilfirmen beworben, mhm. weil ich mir da also für den Berufsweg eigentlich die besseren Möglichkeiten gesehen habe. Ich habe gedacht, wenn ich meine Meriten in der Automobilindustrie verdiene, dann wäre es auch irgendwann mal später möglich, auch in die Motorradindustrie zu gehen. Umgekehrt vielleicht schwieriger. Habe allerdings später festgestellt, das ist nicht so. Also es ist eigentlich egal, wo man anfängt. Okay. Und dann habe ich mich Ende meines Studiums dann bei verschiedenen Firmen beworben. Habe natürlich nicht im Traum daran gedacht, dass ich vielleicht von Porsche eine Einladung bekomme, weil irgendwie Porsche war natürlich für mich und für uns, für meine Generation damals eine absolute Ikone. Und dann, zu meiner großen Überraschung, habe ich dann eine Einladung zu Porsche bekommen. Unter anderem eine zweite Einladung habe ich auch zu Mercedes-Benz bekommen. Habe mich da vorgestellt und ja, ich hätte bei beiden Firmen anfangen können. Okay, okay. Und bei Porsche war es also dann eine Anstellung in der Akustik-Schwingungstechnik, also im Versuch. Mhm. Bei Mercedes wäre es in der Getriebeberechnung gewesen. Ja, da muss ich natürlich ehrlich sagen, die Aussicht dann im Versuch mit Porsche-Fahrzeugen zu fahren, die hat dann schon den Ausschlag gegeben, ne? Das ist ja klar. Ne? Okay. Ich hätte auch noch einen Vorstellungstermin bei BMW Motorrad gehabt. Eben, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was du auch naheliegend eigentlich. Aber aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, habe ich mich dann entschieden, das bei Porsche anzunehmen. Also es war ja nun wirklich eine tolle Geschichte. Ja, klar. Auch wenn ich am Anfang gar nicht so genau wusste, was mich in einer Abteilung für Akustik und Schwingungstechnik denn eigentlich erwartet. Gerade bei Porsche. Also Akustik ist bei Porsche auch sehr wichtig, weil es gibt eine Menge Geräusche, die möchte man gar nicht haben. Ja, okay. Die muss man natürlich aus dem Auto verbannen. Mhm. Und es gibt welche, die hätte man gerne oder die hat man gerne, nämlich Auspuffsound. Ja, eben. Sound Engineering sagt man heute. Mhm. Und da gibt's also sehr viele Aufgabenfelder, wo ein Schwingungstechniker ein Auto wirklich besser machen kann. Mhm. Das habe ich dann da relativ schnell lernen dürfen. Können Sie auch, wenn Sie jetzt ein Auto fahren und hören irgendwo Klappergeräusche, können Sie das sofort lokalisieren? Teilweise schon, ja. Also bei manchen Sachen weiß ich dann schon, wo man dann gucken muss. Ne? Das macht mich wahnsinnig. Irgendwas was brummt oder so. Ne? Ja, das sollte auch nicht sein. Also gerade wenn man einen Qualitätsanspruch hat, und den hat Porsche natürlich ja immer gehabt, dann darf da nichts klappern. Ja, genau. Die Geräusche, die da sind, die müssen
die müssen passen zu dem Auto. Man muss wissen, warum ist da jetzt so ein Geräusch? Und die dürfen einen nicht nerven. Ja, und das ist dann die Aufgabe der Akustiker, das so hinzukriegen. Ja. Das gerade sagen, ich habe ja auch mit dem Dr. Ulrich Betz schon mal ein Interview gemacht. Den kennen Sie ja logischerweise auch noch als Porsche-Entwicklungsprofessor. Haben wir auch persönlich kennengelernt. Ja, das denke ich. Und der hat ja, der hat sich so über den Porsche 964 bei mir nicht aufgeregt, aber der hat gesagt, das war so schlimm, weil das war komplett verblockt mit der Karosserie, der Motor irgendwie. Und das war, man hatte da immer Schwingungen, die einen wahnsinnig gemacht haben. Mhm. Und beim 993 hat man das dann nachher ja so ein bisschen entkoppelt. Aus dem also auch beim... Also auch bei den frühen Porsches war es so, dass der Motor nicht fest verschraubt war. Aber die Aufhängung selber, die war die natürlich noch nicht so ausgeklügelt. Ja. Man muss dann gucken, dass der Motor sich bewegen kann, aber dass er die Anregungen nicht in die Karosserie überträgt. Mhm. Und da muss man dann sehen, welche Schwingungsformen hat denn der Motor in seiner Aufhängung da hinten. Mhm. Wo sind die Schwingungsbäuche? Wenn ich da eine Befestigung mache, wo die Schwingung am größten ist, dann habe ich es halt falsch gemacht. Wenn ich die Befestigung da mache, wo die Schwingungsknoten sind, also die Ausschläge sehr klein, dann bekomme ich auch wenig in die Karosserie. Und das ist natürlich auch etwas, was man bei Porsche lernen musste, gar keine Frage. Die Prioritäten werden immer etwas unterschiedlich gesetzt. Und das ist auch, ich sage auch mal, ein Kampf zwischen den Abteilungen. Also so eine Fahrwerksabteilung, die möchte den Motor sehr starr da drin haben. Die kann das gar nicht gebrauchen, wenn der Motor da hinten jetzt rumtanzt. Da, ne? Weil wenn sie jetzt, ich sag mal, mit maximaler Querbeschleunigung in einer Kurve sind und da ist eine leichte Delle und dann macht der Motor da drin einen Sprung, das ist gar nicht gut. Wollen die überhaupt nicht haben. Aber auf der anderen Seite wollen sie natürlich oder will man auch nicht, dass die Anregung vom Motor dann zum Fahrerohr durchdringt. Also es ist immer ein Kompromiss und es wird dann ausgekämpft. Und das ist eigentlich bei Porsche immer, ich sag mal, Programm gewesen, dass man die Sachen auch wirklich auskämpft und dadurch ist dann auch der beste Kompromiss rausgekommen. Und beim Rennwagen ist das ja wirklich ganz, ganz hart verblockt eigentlich mit der Karosserie. Da kommt ja alles durch. Ja. Und da kommen wir später sicher noch drauf beim Carrera GT. Genau. Da war das ja das Problem, ne? Ein Straßenauto aus dem Rennauto zu bauen. Richtig, genau. Was sagen Sie denn, wenn Sie damit angefangen haben bei Porsche, diese Akustik im Auspuff, was sagen Sie denn zu dieser elektronischen Auspuffverstärkung, die man heute gerne anbaut? Also mein Ding wäre es nicht. Also sehr diplomatisch. Bei den Autos, an denen ich gearbeitet habe, war die Prämisse immer, wir machen die Mechanik gut und Elektronik nur für das, was man denn on top noch bringen muss. Aber eigentlich sollte das Auto mechanisch gut sein. Alle Helferlein, die oben drauf kommen, nur so weit wie notwendig. Mhm. Ja, jetzt ist es natürlich so, dass durch die durch die Geräuschgesetze und so weiter es natürlich immer schwieriger wird, einen schönen Auspuffsound hinzukriegen, den man innen auch hört, aber der außen bei dem Mikrofon, wenn man da vorbeifährt bei der Messung, der nicht ankommt. Das ist sehr schwierig. Und da ist natürlich sowas mit dem Soundgenerator für den Innenraum eine Möglichkeit, das zu umgehen und dem Kunden trotzdem einen schönen Sound noch ans Ohr zu bringen. Ja. Ja, meine Sache ist es nicht, aber... Oder man macht es wie beim GT4 RS, wo einfach die Ansaugluft hinterm Ohr lang geht. Ne? Ja, solche Sachen gibt es natürlich auch. Natürlich Wahnsinn, ein irrer Sound im Innenraum. Ich weiß nicht, ob Sie den mal gehört haben. Nein. Wahnsinn, ja. Beeindruckend. Mhm. So, also gut, Sie haben dann bei Porsche angefangen. Wie war denn die Arbeit bei Porsche damals? In welchem Jahr war das? 82, also G-Modellzeit, ja. 944. Genau, und es war noch die Zeit, wo man geglaubt hat, dass er dann 28 den Elfer ablösen kann. Ja. Und an 928 habe ich einige Zeit gearbeitet, Schwingungsprobleme mit unwuchtigen Rädern und solchen Sachen, die hatten wir damals. Und es war ein ganz, ganz tolles Auto. Ich habe es wirklich gerne gefahren, bin sehr viele 1000 Kilometer damit gefahren. Aber es war eben nicht das, was die gusseisernen Porsche-Fahrer dann gewollt haben. Und das hat man dann gerade in der Zeit dann auch erkannt, weil man eben auch gesehen hat, dass die Anzahl der Ordern vom 928 deutlich zurückgegangen ist und hat sich dann besonnen und hat dann den Elfer dann wieder als den eigentlichen Sportwagen damals dann in Angriff genommen und weiterentwickelt. Ne? Und waren Sie damit dann auch betraut oder war das immer 928 bis zum GTS? Nein, bis also ich war eigentlich mit allen betraut, mit allen Fahrzeugen, die dann in der Entwicklung waren. Der 928 ist dann eben langsam rausgelaufen und dann kam 964, 993 und so. Und immer wenn da irgendwelche, erstmal die Neuauslegung zum Beispiel von der Achsanbindung oder so. Also mein Aufgabengebiet war Fahrwerksschwingung und Karosserieschwingung. Also zu gucken, dass die Karosserie nicht zittert.
dass die Unwucht unempfindlich ist und dass das Lenkrad nicht zittert, solche Sachen. Das war dann, wenn ein neues Fahrzeug gekommen ist, haben wir dann entsprechend das auch optimiert. Oder wenn man bei der Erprobung festgestellt hat, hier brummt irgendetwas, und dann haben wir eine Schwingungsanalyse gemacht und haben geguckt, erstmal, welches Schwingungssystem ist das denn? Und dann Vorschläge gemacht, wie kann man dieses Schwingungssystem dann verstimmen, anders abstimmen, ändern und so, dass die Resonanzen dann nicht im Anregungsbereich liegen. Also sprich, dass es dann nicht mehr brummt. Okay. Und wie sieht die Arbeit denn so aus? Also Sie haben morgens sich ins Auto gesetzt, sind gefahren? Ist unterschiedlich. Also wir haben natürlich bei Fahrversuchen versucht, die Sachen rauszufinden. Wir hatten aber auch einen Prüfstand, das ist die sogenannte Modalanalyse, also Schwingungsmode, eine Schwingungsform ist eine Schwingungsmode, und die hat man denn da mit elektronischen Hilfsmitteln, also mit Beschleunigungsaufnehmern und Anregung durch Elektropulser, hat man die dann in Schwingung versetzt und hat dann über einen Rechner dargestellt, wie die Schwingungsformen sind, die jetzt zu diesem Problem geführt haben. Und wenn man weiß, wie die Schwingungsform aussieht, welche Frequenz die hat, wo die Knoten sind und wo die Bäuche sind und so weiter, dann kann man dann im nächsten Schritt überlegen, wie packe ich das denn an? Kann ich es isolieren? Kann ich es versteifen? Je nach Problem. Ist das ja beim Sportwagen, ich habe auch schon mit dem Dr. Hermann Storb, das war ja der Mercedes S-Klasse Baureihenleiter, einen Podcast aufgenommen. Die haben natürlich immer viel mit Akustikschaum gemacht und noch eine Dämmmatte rein in die S-Klasse, ja, um das möglichst leise und wirklich komplett geräuschlos zu machen. Bei Porsche ist ja aber auch noch das Gewicht ein Problem, ne? Ja, ja. Das ist ja dann auch mal noch ein Thema, ob man da zu viel... Genau. Also ich sag mal, Schwerfolie ist da nicht so gern gesehen gewesen, obwohl es manchmal auch notwendig war. Okay. War aber jetzt nicht mein Bereich. Also da gab es eine andere Fachabteilung, die hieß dann Dämmung. Und die war dann eben zum Beispiel dafür zuständig, dass das der Luftschall vom Motor nicht in die Karosserie eindringt. Und das kann man dann eben nur machen, indem man da eine Dämmung dazwischen packt. Ja. Und das ist oftmals auch eine Schwerschicht mit einer federnden Schicht dahinter. Da hat man also auch ein Schwingungssystem, was als Filter wirkt. Solche Sachen werden da gemacht, auch bei Porsche. Aber natürlich, ich sag mal, anders, der Kompromiss anders ausgekämpft als bei einem Mercedes zum Beispiel. Das war nochmal ein anderer Bereich, mein Gott. Das ist ja komplex. Ja, also in der Abteilung waren ungefähr 30 Leute, ne? Okay. Ja, es waren drei Fachabteilungen und ungefähr 30 Leute, ja. Ja, also für mich war es aber auch interessant, weil in der Abteilung auch Fremdprojekte, Kundenprojekte auch bearbeitet worden sind. Von den Wolfsburger Kollegen zum Beispiel sind ab und zu Aufträge an uns ergangen, die wir dann bearbeitet haben. Also da bin ich dann schon mit in das Thema Fremdentwicklung hineingekommen. Mhm. Und ich hatte dann das große Glück, dass ich bei einem Projekt mitarbeiten durfte, was für einen amerikanischen Hersteller gelaufen ist. Es war ein Grundlagenprojekt. Da ging es darum, dass die, wenn sie ein bisschen mehr Power ins Auto gepackt haben, dann nicht losfahren konnten, ohne dass das Auto vorne hüpft. Und da wollten die dann von uns wissen, wie kommt denn das? Was macht man oder was kann man dagegen machen? Mhm. War eigentlich ein schönes Grundlagenprojekt. Da ging es um die Reifencharakteristik, da ging es um die Steifigkeiten beim Antriebsstrang, um die Aufhängung vom Motor und so weiter. Und da habe ich auch persönlich viel dabei gelernt. Und mein damaliger Gruppenleiter, der war dann der Projektleiter davon. Also es war immer so, wenn das so ein Fachprojekt war für einen externen Auftraggeber, dann war der Projektleiter auch in der Fachabteilung. Mhm. Wenn das ein übergeordnetes Projekt war, wo also mehrere Fachabteilungen beteiligt waren oder ein Gesamtfahrzeugprojekt, dann gab es einen Projektleiter aus einer speziellen Abteilung, in die ich später gewechselt habe dann. Und da habe ich eben das Glück gehabt, dass mein damaliger Gruppenleiter, der dieses Projekt als Projektleiter geleitet hatte, die Firma gewechselt hat, und dann ist das zu mir übergegangen. Mhm. Und ich denke, ich habe es ganz ordentlich zu Ende gebracht. Und dann bin ich gefragt worden, ob ich denn nicht in diese Abteilung wechseln möchte, wo große Projekte geleitet werden. Okay. Und zu der Zeit stand nämlich ein Projekt an, wieder für eine große amerikanische Firma. Mhm. Die wollten ein Fahrzeug auf Basis von einer Limousine entwickelt haben, und das sollte komplett bei uns gemacht werden. Dieses Fahrzeug sollte dann in Brasilien gebaut werden, und war ein sehr schöner Auftrag im Wesentlichen, oder ich sag mal, 70% Karosseriearbeit, mhm, und der Rest wäre Fahrwerk gewesen, Motor, Adaption und solche Sachen. Und das in einer Größenordnung, wo man dann also jemanden als, professionellen Projektleiter braucht und jetzt nicht jemanden nimmt, der auch noch da die Stoßfänger konstruieren muss. Das nebenbei, ne? Macht, ja, ja, klar. Und da bin ich gefragt worden, ob ich das nicht machen möchte. Ja,
habe ich natürlich gerne gemacht. Allerdings ist das Projekt dann leider gestorben, weil Brasilien hatte 1000% Inflation. Da haben sie ein bisschen kalte Füße bekommen. Zweitens hatte diese Firma dann denen war nicht ganz klar, ob das Konzept, was sie da umsetzen wollten, ob das am Markt erfolgreich ist. Okay. Haben selber ein bisschen kalte Füße bekommen. Ja. Wir waren kurz davor, die ersten Prototypen aufzubauen, dann haben sie da einen Stecker gezogen. Ja, okay. So ist das manchmal, ne? Ja. Aber das ist auch nicht bekannt, welche Marke das ist, oder? Das ist schon bekannt, aber es ist so. Also, dass es Ihnen bekannt ist, ist klar, aber es ist noch nicht öffentlich bekannt. Nein, das ist nicht öffentlich bekannt. Es wäre jetzt nicht weiter tragisch, aber wir haben ganz einfach nicht die Erlaubnis gehabt und auch nicht nachgefragt damals. Da, wo wir offiziell die Erlaubnis haben, da dürfen wir drüber reden. Mhm. Und ich habe auch das Glück gehabt, dass ich also 3 Fremdprojekte gehabt habe, über die man reden kann und die noch dazu tolle Autos sind. Das ist ja das Tolle. Also es gibt ja genau diese 2 Sachen. Die einen sind stolz, dass es bei Porsche entwickelt wurde und schreiben das überall drauf. Ne? Ja. Also das, gut, bei Audi ist es klar, beim RS2, aber auch andere Produkte. Harley Davidson ist ja auch mal bekannt, ne? Dass die Porsche Sachen entwickeln lassen und so. Und andere, die wollen das auf gar keinen Fall sagen. Ne? Ja, ist es aber verständlich. Also beim Seat Ibiza, da ist Seat ja, ich sag mal, aus der alten Rolle wollten die heraus, dass sie nur noch, also vorher nur Sachen nachgebaut haben oder sowas. Die wollten sich selber präsentieren. Und da haben sie gesagt, und da holen wir uns Porsche, damit das auch richtig was Frisches, Neues ist. Und da schreiben wir da sogar drauf. System Porsche auf dem Saugrohr, haben sie sogar dann auch was dafür bezahlt. Bei anderen Firmen wie einem Mercedes oder was weiß ich, ein Peugeot oder so, die möchten einfach nicht, dass da irgendwie der Eindruck erweckt wird, dass die es selber nicht können. Ja. Die können es selber, das ist gar keine Frage. Und das wäre auch falsch, wenn sich da jetzt irgendwie rumsprechen würde, ja, die brauchen da jetzt einen, der denen zeigt, wie Autos gebaut werden. Ne? Und das ist verständlich, dass die dann sagen, nee, ihr macht das gut, aber wir wollen nicht, dass das jetzt verbreitet wird. Manchmal sind es ja einfach nur Kapazitäten, die fehlen. Ne? Also ja, das ist ja eigentlich Serien oder sowas. Ne? Ja, das ist zu 95% der Grund, warum jemand zu Porsche oder zu einem Engineering-Dienstleister kommt und da etwas entwickeln lässt. Das ist oftmals dann so, dass da die Marketingleute eine Idee haben. Ich möchte jetzt noch ein Derivat haben, aber die Kapazitätsplanung in den Firmen, die ist natürlich immer spitz auf Knopf. Die haben ja nicht Leute rumstehen. Das geht ja nicht. Und wenn man dann ein zusätzliches Derivat haben möchte, dann braucht man zusätzlich Kapazitäten und zwar auch nur für einen bestimmten Zeitraum. Ja. Und darum ist das System mit den Engineering-Dienstleistern ist eigentlich sehr gut für die Automobilindustrie. Und davon hat Porsche immer profitiert. Ja. Und damit konnten wir dann auch immer einen Teil von unserem Entwicklungszentrum dann refinanzieren. So, und dann war das Projekt mit dieser amerikanischen Marke gestorben. Und dann hat man gesagt, was ist denn noch am Ort? Naja, da kam auch ein Projekt mit VW. Das wäre ein schönes Cabrio gewesen, ist aber dann auch gestoppt worden, weil dann die Krise der 1990 Jahre kam. Und da hat der Dr. Piech in Wolfsburg das Ruder übernommen und hat erstmal geguckt, welche Projekte brauchen wir und welche brauchen wir nicht. Und die wir nicht brauchen, die canceln wir erstmal. Und da ist auch dieses Projekt, was wir auch bis zum ersten, oder ja, da haben wir, glaube ich, 3 Prototypen sogar gebaut, ist dann auch dem Rotschiff zum Opfer gefallen. So, und dann schon mal 2 Projekte nichts. Dann kam der 500e. 500e, genau. Ja. Genau. Wann kam das? 88? Nee, die kamen auf Sie zu? Ja, 88, oder? Ja, ich glaube, 88 war das. Es ist ja 89 vorgestellt worden auf der in Paris auf der Automobilausstellung. Ne? Ja. Und als ich da reinkam, da war das Projekt schon so weit gelaufen, oder nicht gelaufen, schon so weit fortgeschritten, dass man also wusste, wie das Auto aussieht, dass man wusste, dass es bei Porsche gebaut werden soll und auch welche Teile neu zu konstruieren sind und sowas. Also da gab es eine Feasibility Study, sagt man oftmals. Das wurde von einem Projektleiter in der Karosserieentwicklung, von dem Herrn Tull, leider nicht mehr lebt, gemacht. Und als dann entschieden wurde, jawohl, wir setzen das um, wir müssen da jetzt die Serienteile konstruieren, wir müssen die Produktion entsprechend aufstellen, weil wir wissen, es geht nicht bei Mercedes. Da hat man dann gesagt, jetzt wird das Projekt groß und jetzt setzen wir da einen Projektleiter ein. Und da hatte ich das Glück, dass ich dann da mitarbeiten durfte bei diesem schönen Auto.
Ich möchte euch noch meinen Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist Mercedes-Benz Classic-Partner. Denn auch wenn wir gerade noch den goldenen Herbst genießen können, stehen entweder die Winterpause oder wie bei mir der harte Wintereinsatz für unerschrockene Daily Driver vor der Tür. Mein Mercedes ist ja inzwischen auch schon über 23 Jahre alt und der hat auch diesen Winter wieder garantiert einige gesalzene Straßen vor sich. Jetzt heißt es also nochmal Reifendruck und Frostschutz prüfen, Batterie laden, Auto reinigen und vielleicht das teuerste momentan, Tank ganz auffüllen. Zumindest, wenn man den Wagen über den Winter wegstellt. Und dann gibt es ja vielleicht noch aufgestaute Wartungs- und Reparaturarbeiten, die man jetzt dann auch gerne aufs Frühjahr verschiebt. Also auf die Zeit, wo eigentlich jeder Klassikerbesitzer einen Termin haben möchte. Aber warum macht ihr das nicht jetzt? Dann könnt ihr im Frühjahr einfach losfahren und habt nicht den Stress, dass eure Werkstatt dann erst vielleicht Wochen später einen Termin für euch hat und auch die benötigten Teile kommen bei der aktuellen Lieferkettenproblematik vielleicht nicht sofort an. Nutzt jetzt die Zeit, denn eingestellte Ventile und Vergaser, der neue Auspuff oder neue Reifen werden über den Winter nicht schlecht und gemacht ist gemacht. Ein eventuell anstehender Ölwechsel sollte ohnehin vor der winterlichen Standzeit erledigt werden, damit sich nichts absetzt, was im alten Öl so alles mitgespült wurde. Damit ihr entspannt und mit Genuss in die nächste Saison starten könnt, bieten euch die Mercedes-Benz Classic-Partner das volle Programm von Wartung, Mechanikreparaturen, Karosserie, Lack- und Elektrikarbeiten. Dort bekommt ihr Ersatzteile, Reifen und vor allem viel Know-how rund um die gesamte Mercedes-Modellpalette von jung bis alt. Lasst euch beraten und profitiert von diesen jahrzehntelangen Erfahrungen. Euren persönlichen Classic-Partner findet ihr unter www.mercedes-benz.de/Classic-Partner. Und dort könnt ihr neben dem Standort auch nach Baureihe und der von euch gesuchten Dienstleistung filtern. Den Link habe ich euch auch nochmal in die Shownotes gepackt und jetzt geht es weiter mit der Geschichte eines ganz besonderen Klassikers aus dem Hause Mercedes-Benz, dem 500e und meinem heutigen Gast Michael Hölscher. Das Design vom 500e wurde bei Mercedes gemacht. Ja, ne? Also auch diese verbreiterten Kotflügel, genau. Das kam von denen. Das kam von denen. Da hat man ja damals schon gemerkt, dass es bei denen nicht durch das Fließband passen würde. Ne? Ja, im Wesentlichen ist es die Aufbauvorrichtung für den Rohbau gewesen. Ja, okay. Ja, da gehen ja jeden Tag, ich weiß nicht, 1000 Autos durch oder sowas. Und natürlich hätte man die auch anpassen können. Aber dann hätten die, was weiß ich, 3 Wochen keine Autos mehr bauen können. Ja, okay. Damit sie dann diese paar... 10 Autos am Tag oder was, ne? Da war ja ursprünglich mal geplant. Ja, ja, am Anfang, ja, hinterher waren es 20. Ne? Ja. Und das lohnt sich einfach für die nicht. Das ist eine ganz kühle Rechnung, die anstellen. Ja. Gibt immer wieder die Leute, die sagen, das stimmt doch alles gar nicht, das passt doch alles. Aber man darf erstens nicht die Hallen sehen. Natürlich geht das Auto durch die Halle durch. Das zweite ist die Vorrichtung. Da gibt es natürlich Halter und so weiter. Und da passen diese neuen Teile da nicht rein. Und das Mindeste wäre, dass man den Halter ändert. Aber wenn das denn, ich sag mal, von der Grundkonstruktion nicht geht, dann wären die Änderungen an dieser Vorrichtung so groß, dass sich das nicht lohnt. Mhm. Ja, und deshalb hat man entschieden oder hat man erstmal angefragt, wie sieht es bei euch aus? Könnt ihr das? Und bei Porsche war es halt so, dass zu dem Zeitpunkt hatten wir den alten Karosserierohbau im Reuter-Gebäude geräumt. Wir hatten ja auf der anderen Seite der Straße einen neuen Karosserierohbau mit Robotertechnik und so weiter installiert, sodass dieser Raum frei war. Und da hat man gesagt, ja, das können wir da machen. So, und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Mercedes? Oder wie ging das los? Also da gab es dann erste Treffen, Sie waren dann Projektleiter. Ja. Da hat man gesagt, so, du machst jetzt den 500e. Ja, ja, also wie gesagt, das Projekt lief ja schon. Also die Kontakte auf der Arbeitsebene, die waren ja schon, die bestanden ja schon. Mhm. Und jetzt musste man gucken, dass man diese Teile jetzt unter Produktionsgesichtspunkten konstruiert. Okay. Und was also ein großer Arbeitsanteil war Festlegung von Leitungsverläufen, Abgasanlage, Bremsleitung und so weiter, alles anpassen am Fahrzeug. Ja. Ist ja damals alles ohne CAD gemacht worden. Das heißt, man hat das an großen Zeichenbrettern gezeichnet. Dann hat man die Teile in der Werkstatt, meinetwegen jetzt Bremsleitungen, die von vorne nach hinten gehen, ne? Die hat man da gebogen. Und dann haben wir uns mit den Mercedes-Leuten am Auto getroffen und haben gesagt, so, wir würden jetzt vorschlagen, das bauen wir jetzt so rein. Wie seht ihr das? Geht ihr da mit? Und das Interessante bei diesen Treffen war immer, da waren dann von Porsche, neben mir als Projektleiter waren dann noch vielleicht noch 4, 5 Leute und von Mercedes kamen 20. Und am nächsten Tag haben dann noch 2 angerufen und die haben gesagt, wieso könnt ihr das festlegen, ohne dass ich dabei war? Ich bin doch der Wichtigste. Okay, ja. Das war so, aber es war wirklich immer eine sehr gute Zusammenarbeit mit Mercedes. Mhm. Also das war wirklich toll und es war auch teilweise so, dass wir jetzt unbedingt Teile brauchten und das ging dann alles
auf einem sehr kurzen Dienstweg. Also wir durften dann mit den Mercedes-Leuten zum Beispiel am Wochenende ins Band gehen und da teilweise Teile entnehmen. Alles offiziell natürlich, aber das war nicht mit 5 Durchschlägen oder sowas, sondern das ging wirklich schnell. Wir sind von denen immer unterstützt worden und auch die Entscheidungen waren immer sehr zielgerichtet und war eine Top-Zusammenarbeit, muss man sagen. Was sind das für Teile, die man da vom Band nehmen kann? Also ja, ich sage jetzt mal einen Bremskraftverstärker oder solche Sachen. Okay, alles klar, ja. Und Sie haben auch tatsächlich in der Elektronik relativ tiefgreifende Änderungen zum normalen Serien 124. Ja, also damals kam ja die Bustechnik auf und wir sind dann auch eben beauftragt worden, diese CAN-Bustechnik in diesem Fahrzeug umzusetzen. War auch für uns ein bisschen Neuland, aber unsere Elektriker waren da also nicht ganz unbeleckt, also die kannten sich da schon sehr gut aus. Und da haben wir dann zum Beispiel eine Box konstruiert, in der die ganzen Steuergeräte untergebracht worden sind. Und die musste dann belüftet sein, weil diese Steuergeräte natürlich Wärme entwickelt haben. Die musste weg und so. Und das waren alles ziemlich neue Überlegungen, neue Erkenntnisse, die dann da mit reingeflossen sind. Ja. Also da haben Sie ja wirklich tiefgreifende Änderungen auch an dem Auto vorgenommen. Ja, das waren sicherlich auch Sachen, die dann auch bei Mercedes als Grundlagen dann auch weiterverarbeitet worden sind. Ne? Ja. Waren Sie auch für die Umsetzung des Lastenhefts, was Fahrverhalten und sowas anbelangt, noch zuständig? Also das haben Sie auch noch alles mit abgestimmt? Also das ist bei uns gemacht. Genau, also bevor Sie kamen, wurde eigentlich nur das Projekt festgelegt und der grobe Rahmen und dann... Ja, und natürlich auch Demonstrationsprototypen aufgebaut. Ne? Ja, okay, also ich weiß nicht, sind vielleicht da schon 6 Prototypen oder sowas aufgebaut gewesen, als ich dann reingekommen bin. Die sind dann natürlich auf Basis von einem W124 bei uns umgebaut worden. Mhm. Die späteren Prototypen sind dann aus Einzelteilen zusammengebaut worden, weil man will dann auch die Aufbaufolge ausprobieren und so weiter. Mhm. Wie sah das Lastenheft aus? Oder auf wen hat man da geschielt? Wahrscheinlich am ehesten auf BMW mit der M5-Limousine. Genau. Ja. Aber das ist alles von Mercedes festgelegt worden. Also da haben wir nicht mit dran gearbeitet. Ne? Und ich muss mal ganz klar sagen, Mercedes hätte dieses Auto auch so hingekriegt. Also es gibt immer wieder Leute, die sagen, also da mussten sie zum Porsche gehen, damit die ein tolles Auto rauskriegen. Sie hätten es vielleicht nicht in der Zeit, vielleicht auch nicht in dem finanziellen Rahmen, weiß ich nicht. Mhm. Vielleicht ist auch die eine oder andere Nuance jetzt bei der Federdämpferabstimmung oder sowas jetzt etwas mehr Porsche-lastig. Aber die Mercedes-Leute hätten dieses Auto genauso hingekriegt. Genauso ein fantastisches Auto. Ich kann mich daran erinnern, ich meine, es war mal in der Automotor und Sport. Weiß nicht, ein Vergleichstest zwischen dem 500e und Porsche 928, kann das sein? Haben Sie darauf geachtet, dass das Antik schlechter als 928 ist? Das war eine Direktive von Porsche, nein. Also das war keine Prämisse jetzt von uns. Da kam kein Dr. Beetz, sondern nee, wer war denn damals und hätte gesagt, aber da müsst ihr gucken. Nee, das war völlig unabhängig voneinander. Wir haben da also für den Mercedes das Beste gemacht, was wir machen konnten. Ja. Das ist so. Wo sind Sie denn gefahren? In Weißach immer unten gedreht oder auch Nordschleifen? In Mercedes? Ja. Da bin ich natürlich viel gefahren, in Weißach schon. Aber auch Nordschleifenerprobung oder so mit dem Nein, Nordschleife ist nicht gefahren worden. Wir haben Dauerlauferprobung gemacht. Mhm. Das machen wir natürlich bei solchen Fremdprojekten nach den Vorschriften von dem Kunden. Mhm. Und wenn Mercedes nicht auf der Nordschleife fährt, machen wir es auch nicht. Es sei denn, unser Fahrwerksabstimmer sagt, ich kann es am besten an der Nordschleife, dann macht er das an der Nordschleife. Aber für die Abnahme war da die Nordschleife nicht mit enthalten. Ne? Okay. Aber ich bin ja kein Fahrdynamiker. Also ich sag mal, ich bin sicherlich kein schlechter Autofahrer, aber mit den Leuten, die bei uns Fahrwerk abstimmen und so, da komme ich nicht ganz mit. Aber was ich machen muss, ich muss dieses Fahrzeug natürlich im normalen Fahrbetrieb testen und gucken, brummt da irgendwas, was nicht brummen darf, um wieder zurückzukommen? Oder eben auch andere Sachen im normalen Fahrbetrieb, auch auf der Autobahn bei hohen Geschwindigkeiten natürlich. Aber jetzt nicht in den extremen Situationen, die ein Fahrdynamiker oder ein Bremsenentwickler am Stifzer Joch dann fährt oder sowas. Ne? Dafür haben wir unsere Spezialisten und die machen das gut und machen es auch besser als ich. Okay. Wie wollte man sich absetzen vom BMW M5, also so laut Lastenheft? Ich meine, der hat ja einmal also sehr offensichtlich, dass er mit Automatik fährt und der BMW immer mit Handschaltung. Ja. War das etwas, wo Sie gesagt haben, ach Mensch, man könnte ihm noch ein bisschen mehr Sport geben, wenn man eine Handschaltung einbaut oder den Motor noch ein bisschen heißer machen oder so? Nein, war überhaupt keine Diskussion. Also sowohl das Automatgetriebe, das war gesetzt von Mercedes und das haben wir auch nicht in Frage gestellt, weil die großen Autos bei Mercedes haben immer nur mit Automatgetriebe sind die verkauft worden. Und da haben wir gesagt, das passt dann auch zu diesem Auto. Und vom Motor her, da war auch nie zur Diskussion gestellt, dass wir diesen Motor jetzt nochmal in der Leistung erhöhen, sondern also
da haben wir gesagt, das dürfte reichen. Da kommt man ganz gut mit vorwärts, vor allen Dingen, weil er ja bis 250 abgeregelt war. Ja. Und mit dem Auto zu fahren, bei den Geschwindigkeiten, war einfach ein Vergnügen. Ich erzähle immer gerne die Geschichte, wo ich mit drei Bekannten zum Bodensee runtergefahren bin, die A81 da, damals noch etwas leerer als heute. Und die haben sie alle angeregt, unterhalten und ich bin da gefahren. Und auf einmal war totale Stille da drin. Und da habe ich gesagt, was ist mit euch los? Ja, ich habe gerade auf den Tacho geguckt, du fährst ja 250. Das haben die vorher gar nicht gemerkt. Ja? Nur gesehen, dass die Tachonadel da war. Weil das war einfach so ein souveränes Fahren mit dem Auto. Für damalige Zeiten eigentlich, ne? Ja, also das muss man auch sagen. Ja. Da war das ja noch nicht so Usus eigentlich, 250 zu fahren. Ja, und ja, Aerodynamik ist aber auch bei Mercedes gemacht worden. Die ist auch bei Mercedes gemacht worden, ja. Genau. Haben Sie da, also das war komplett fertig oder haben Sie da noch, waren Sie da noch mit dem Windkanal und haben noch was? Also die war fast fertig, weil da hat man dann geguckt, ob die Kotflügel da irgendwelche negativen Einflüsse haben, hatten sie aber nicht. Aber eine Sache ist dann im Laufe der Entwicklung von den Aerodynamikern an uns herangetragen worden, nämlich die Luftansaugung. Wir hatten am Anfang ja versucht, über Kiemen wie beim Diesel seitlich, die Ansaugluft anzusaugen. Und da haben die festgestellt, dass es eigentlich gar keine gute Lokation ist, weil man da eher Unterdruck hat. Und dann haben sie festgestellt, dass in dem relativ schmalen Spalt um die Scheinwerfer rum, dass da eigentlich ein sehr hoher Überdruck ist. Und haben wir uns zusammen hingesetzt und haben geguckt, kann man da was draus machen? Und dann haben unsere Leute da diese Ansaughutzen um die Scheinwerfer konstruiert und da die Ansaugluft dann abgenommen. Ja. Das ist also ein gewisser Staudruckeffekt, ne? Also kann man sich gar nicht vorstellen, dass dieser schmale Rand ausreicht. Genau. Aber das ist beim Serien W124 hat das keine Funktion um den Scheinwerfer, oder? Nee, also nee, das ist tatsächlich 500E. Ist nur für den 500E gemacht worden. Ich glaube beim 420 dann auch, also okay, 400E. Ja, aber die Fahrzeuge, die quasi vorher fertig waren, haben das nicht bekommen. Also das hat man nicht nachträglich denn da noch reingebracht. Dann gab es ja immer diese Platzproblematik, ne? Vorne im Motorraum. Ja, also das war gut. Ein großes Thema. Ne? Der Motorraum war natürlich eigentlich nie dafür vorgesehen, dass man da so einen schönen breiten V8er reinbaut. Und darum waren diese Abstimmungsgespräche mit dem Routing von den Bremsleitungen und von der Abgasanlage und allem, das war so wichtig. Weil da war wirklich nicht viel Platz. Und ich hatte es immer gerne erzählt, die Meister in der Werkstatt, die haben sich dann da so einen biegsamen Stab genommen und haben da eine 12mm Kugel draufgeklebt. Okay. Und dann haben sie immer geguckt, wenn der Motor drin war, ob sie überall mit dieser Kugel durchkommen. Weil wenn die dann irgendwo geklemmt hätte, dann hätte man mit Sicherheit sagen können, im Fahrbetrieb, der Motor macht ja Bewegung, dann brummt er, dann schlägt er an und dann brummt es. Bei 12 mm ist so die Amplitude vom Motor. Eigentlich schon zu wenig. Ne? Also das ist schon, in der Großserie geht man da also ungefähr auf 20 mm. Ne? Aber in dem Falle, wo man gesagt hat, ich überprüfe es bei jedem Auto und dann kann ich noch ein bisschen wieder losmachen, ein bisschen anders einbauen und dann kriege ich es wieder hin, da ging das mit den 12 mm. Okay. Das will man ja in der Großserie nicht, dass man sowas justiert, sondern kommt das rein, zack, anschrauben, fertig. Ja. Das ging dann natürlich nicht. Erstaunlich, dass die bei Brabus da sogar einen 12-Zylinder reingequetscht haben. Alter. Ja, gut, da weiß ich jetzt natürlich nicht, was die an der Karosserie noch verändert haben. Ja, wahrscheinlich schon ein bisschen was. Ne? Ja. Sie haben die Spritzwand noch ein bisschen nach hinten gesetzt? Also das musste natürlich alles geändert werden. Ja. Und die Breite, also mit den Kotflügeln, das war dem geschuldet, dass da das SL-Fahrwerk eigentlich drin richtig, war. Ne? Genau. Ja. Wie hat man das damals beim 400E gemacht oder beim 420er? Das normale Fahrwerk wieder reingekommen. Genau. Und der Motor, das hat aber so im Motorraum Platz gefunden? Oder haben Sie da viel übernommen? Vom 500? Also erstmal der 400er Motor ist ein klein bisschen schmaler. Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob wir da an den Längsträgern oder sowas da noch was gemacht haben. Das kann ich jetzt nach 30 Jahren nicht mehr so genau sagen. Ja, klar. Aber klar ist, also wir haben den Motor ja beim 500er, den Motor von oben eingefädelt. Mhm. Und ich nehme an, dass der 400er von unten eingesetzt worden ist. Ja, okay. Ja, 500er war die normale Hochzeit im Werk genau, bei Mercedes. Ich kann mir nicht vorstellen, also da war ich aber auch nicht bei Mercedes, habe es mir angeguckt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die den ausgesteuert haben und irgendwo am anderen Platz den Motor dann eingebaut haben, sondern das ist alles so gemacht worden, dass es da funktioniert. Und man muss natürlich sagen, der 400er, da ist der Business Case auch wieder ein anderer gewesen. Wenn die da was ändern mussten an ihren Vorrichtungen, dann haben die natürlich
dann eine andere Stückzahl dahinter gehabt und da haben sich vielleicht Änderungen gelohnt, die sich bei den ersten Überlegungen von dem 500e nicht gelohnt hätten. Mhm. Weil damals hat man auch nicht gewusst, dass es den 400er mal geben wird. Das hat sich erst nach dem Erfolg von dem 500er, haben die Marketingleute gesagt, da können wir jetzt noch mal ein schönes Modell dazwischen schieben. Ja. Da haben wir viel vom 500er, was wir einfach übernehmen können. Und das war in meinen Augen auch eine ganz tolle, richtige Entscheidung. Ja, absolut. Und es war ja wirklich auch finanziell viel Luft, wenn man das damals gesehen hat, die Preisliste, gab es ja den 300er oder 320er und der 500er hat das Doppelte gekostet vom 320er, also 124.000 Mark und der 320er irgendwie bei 60.000. Ne? Da macht es also, natürlich Sinn, da noch ein Modell dazwischen zu schieben. Ne? Ja, durchaus. Ja. Ne? Also war schon viel Luft. Und ich denke mal, da werden die auch gut dran verdient haben, weil das, was wir, also wir haben ja alle Arbeiten gemacht, die dann für den 400er notwendig waren, aber es war relativ wenig. Also ein Kollege von mir sagte, das ist ein Stücklistenauto. Das heißt also einfach nur andere Teile zusammenstellen. Das stimmt natürlich nicht ganz. Also da ist schon einiges denn auch neu gemacht worden. Ich glaube, an der Abgasanlage und so weiter. Aber es ist nicht vergleichbar mit dem, was wir am 500e gemacht haben. Insofern war das für Mercedes eigentlich eine gute Geschichte, mit relativ wenig Aufwand da noch ein schönes Auto, was auch Profit bringt, dazwischen zu schieben. Und den 500e gibt es nur als Viersitzer, weil hinten das Differential so groß ist. Genau, ne? Da war ja auch das größere Differential drin. Und da hat man von vornherein gesagt, also das, da haben wir nicht genug Federweg, wenn da jemand sitzt, der ärgert sich nur. Und da verkaufen wir den nur als Viersitzer. Weil es war auch eine Entscheidung auch von Mercedes, nachdem die ersten Prototypen dann gestanden sind und man die sich angeguckt hat. Und dann wurde die Entscheidung so getroffen. Was auch den Preis extrem teuer gemacht hat, war ja dieses zwei- oder dreimalige Hin und Her zwischen den Bauteilen. Ne? Also Karosserie wurde bei Mercedes gemacht in Sindelfingen. Nein. Die Karosserie wurde komplett bei uns gebaut. Gebaut. Aber ja. die Einzelteile und Lackierung kamen noch da, oder? Also wir haben Baugruppen bekommen von Mercedes und haben sämtliche Neuteile, zum Beispiel eben die Kotflügel und die Spritzwand, alles, was an Blechteil neu war, haben wir gekauft. Mhm. Und dann war ja in dem Reuterbau eine komplette Rohbaulinie, natürlich viel einfacher mit viel Handarbeit und so weiter. Und da ist die Komplettkarosserie entstanden. Also wir haben nicht Teilkarosserien bekommen. Das wurde immer mal wieder erzählt, stimmt aber nicht. Wir haben also maximal Schweißgruppen bekommen, aber eben auch nicht viele, sondern das meiste waren Einzelteile. Und dann haben wir die Karosserie bei uns zusammen geschweißt, teilweise sogar noch gelötet. Da ist ja sehr viel Handarbeit gemacht worden. Dann wurde die Karosserie verladen. Also es war am Anfang auch diskutiert worden, ob wir sie bei uns lackieren. Aber unsere Lackierung ist von den ganzen Bädern auf verzinkte Karosserien ausgelegt gewesen. Und da hatte man ganz einfach Angst, dass das nicht funktioniert, weil so eine Lackiererei abzustimmen auf Oberflächen ist keine triviale Geschichte. Und da hat Mercedes gesagt, nee, das kennen wir, unsere Bäder und unsere Lackieranlagen, die sind darauf abgestimmt. Das machen wir das lieber so, wir verladen die Karosserie inklusive aller Anbauteile und dann geht die wie jede andere Karosserie auch bei uns durch die Lackiererei. Dann geht sie wieder zurück und zwar dann in den Rösslebau, wo dann die Montage stattfindet. Und auch da war es wieder so, die ganzen Mercedes-Teile sind uns von Mercedes angeliefert worden. Die ganzen Neuteile, die wir konstruiert haben, die haben wir auch gekauft, also unser eigener Einkauf. Wir haben dafür gesorgt, dass die zum richtigen Zeitpunkt am Band sind. Und das ist dann hinterher alles verrechnet worden pro Auto. Wie viel Teile hat Porsche gekauft? Wie viel Arbeit hat Porsche reingesteckt? Und so weiter. Und so ist es verrechnet worden. Aber dieser Aufwand von dem Transport ist natürlich nicht ganz unerheblich. Das stimmt. Ja, und die Handarbeit. Das ist ja echt das Tolle an dem Auto, dass so viel von Hand gearbeitet wurde. Ja, ja. Und ehrlich gesagt, im Nachhinein, wenn man auf diese Wasserbasislacke bei Mercedes schielt, wäre man fast froh gewesen, sie hätten das lackiert. Ne? Das wäre bei ihnen gemacht worden. Ja, mach sein. Ja. Ja, aber also das war auch von unserer Seite, dass wir da ein bisschen Angst hatten, dass unsere Lackieranlage nicht darauf abgestimmt ist. Und da hatte bestimmt keiner Lust, jetzt in die Lackiererei auch nochmal auf zwei verschiedene Oberflächen abzustimmen. Das ist nämlich wirklich keine triviale Geschichte. Es gibt ja immer in Foren, Foren will ich jetzt gar nicht so sehr zitieren, aber da gibt es ja immer, und das sind die besseren 124 oder die schlechteren oder die sind nochmal besser geworden mit dem Facelift und das Facelift ist sowieso bei Mercedes gebaut worden. Also nein, der 500e ist immer bei Porsche gebaut worden, das kann man schon mal mit aufräumen. Vom ersten bis zum letzten Auto, ganz klar. Ja, genau. Auch die sogenannten Mopf, also Sie sagen Facelift, ja, bei Mercedes heißt es Modellpflege, Mopf, die sind auch bei uns gebaut worden. Das war auch nochmal ein
Arbeitsaufwand für uns. Nach kurzer Zeit ja schon für Sie, ne? Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann das war, aber das war quasi mit der Entwicklung ein bisschen Serienbetreuung und dann kam die Modellpflege. Und dann gab es einiges, was wir eben ändern mussten, was Mercedes für die anderen Fahrzeuge auch ändern musste natürlich. Und ja, dann ist das bei uns weitergebaut worden. Ne? Gab es bessere oder schlechtere Jahre? Nein, das war immer alles... Ja. Handarbeit und immer. Gut, es ist sicherlich immer so, dass die ersten Fahrzeuge nicht die besten sind, weil sich die Leute auch erstmal einlernen müssen. Das ist ganz klar. Das ist bei jeder Fertigung so. Das ist bei jedem neuen Golf so, bei jedem neuen Elfer so. War bestimmt da auch so. Aber mir ist jetzt nicht bekannt, dass man sagt, Finger weg von den ersten Autos oder sowas. Ganz und gar nicht. Und man muss auch wirklich sagen, wir hatten ja damals ein Problem. Das war in den 90er Jahren unsere Verkäufe oder unsere Produktionszahlen sind ja absolut in den Keller gerauscht. Und wir haben dann wirklich auch die besten Leute aus dem Band genommen und haben sie da in die Fertigung reingesteckt. Also das, die haben wir ja nicht vom Arbeitsamt geholt, sondern das waren wirklich unsere Top-Leute, die wir da reingesteckt haben. Und die haben sich da auch, sagen wir mal, sehr viel Mühe gegeben und die waren sich auch dessen bewusst, was sie denn da machen. Ja. Dass das ein tolles Fahrzeug ist und dass sie da auch gucken müssen, dass die Firma Porsche da auch wirklich einen guten Job macht. Ne? Was war zu der Zeit Ihr Dienstwagen? Mercedes oder Porsche? Nee, Porsche. Mercedes war ja kein Dienstwagen für mich. Nein, war immer nur ein Testfahrzeug. Ne? Ja, wir hatten natürlich auch Fahrzeuge bei uns. Also die Prototypen, gerade die späteren Prototypen, sind natürlich auch nach Produktionsbeginn noch in der Entwicklung geblieben. Also 2 oder 3 von den Autos. Weil man muss immer gucken, wenn da jetzt irgendwie ein Problem hochkommt, kann sein, dass bei irgendeinem Teil in der Fertigung die Maße weglaufen. Das muss jetzt gar nicht ein Neuteil vom 500er sein, das kann auch ein Mercedes-Teil sein. Und dann muss man das einbauen können und muss das ausprobieren können und Lösungen suchen. Also man braucht für die Serienbetreuung braucht man immer Autos. Ja, und da haben wir über lange Zeit haben wir dann Prototypen gehabt. Als dann die Produktion ausgelaufen war, habe ich die dann an Mercedes zurückgegeben. Das waren aber keine Dienstwagen, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, auch im Rahmen meiner Arbeit konnte ich solches Fahrzeug dann auch privat nutzen. Das ist also für private Fahrten, jetzt nicht um das als Dienstwagen oder als Privatwagen zu nehmen. Und das ist auch durchaus üblich. Das ist nicht nur bei diesem Projekt so gewesen. Das ist also auch bei 911ern oder so, ist das in den letzten Jahren sogar forciert worden, damit man also frühe Möglichkeiten hat, so kleine Fehler, die sich noch eingeschlichen haben, möglichst früh, bevor die meisten Kunden das Fahrzeug bekommen haben, denn selber zu entdecken und auch wieder in Ordnung zu bringen. Das ist immer so. Ja, ist auch richtig so. Ne? Nee, ist ein sehr schönes Auto. Man kann da sportlich damit fahren, obwohl es jetzt nicht der ultimative Nürburgringwagen ist, aber ja, und es ist ein sehr souveränes Fahren. Absolut, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ja. Haben Sie am Getriebe auch abgestimmt? Ich meine nicht, dass wir da, aber da bin ich jetzt nicht ganz sicher. War im Endeffekt SL-Technik, ne? Oder? Ja, also natürlich. Das Ganze ist ja vom SL übernommen worden. Ja. Ja, und dann ist das ausgelaufen, dann kam das nächste Projekt. Da kam das nächste Projekt, die haben sich sogar überlappt, wissen Sie auch von der Produktion. Also dann kam der Audi S2, war, ich sag mal, ja, irgendwie schon ein bisschen ähnlich gelagert. Zum einen kam es uns natürlich sehr zugute, dass wir unsere Leute dann auch weiter beschäftigen konnten. Zum zweiten hat Audi zu der Zeit auch ein Fahrzeug gesucht, was sie gegen den M3 stellen konnten. Also es war schon eine echte Win-Win-Situation, ne, für Audi und für uns. Und der große Unterschied war, es war kein Fremdprojekt, kein Kundenprojekt, sondern es war von vornherein als Kooperationsprojekt aufgesetzt. Und die Idee, das zu machen, ist natürlich auf Vorstandsebene zwischen Audi oder VW, also auch der Dr. Pirch war da sicherlich ja mit beteiligt, und Porsche dann irgendwo entstanden. Und da sind wir und auch ich bin da sehr früh in das Projekt mit reingekommen. Also anders als bei Mercedes, wo eigentlich das Produkt schon definiert war, bin ich da sehr früh mit reingekommen. Und das macht die Sache natürlich noch interessanter, weil man dann an der Definition auch wirklich auch mitarbeiten kann. Mhm. Und kann dann auch am Lastenheft mitschreiben, was wollen wir mit dem Auto, was soll das können, wo wollen wir angreifen, wo wollen wir nicht angreifen und so weiter. Das ist dann in einer kleinen Projektmannschaft zunächst mal dann zwischen Audi und uns definiert worden. Okay. Und mit dem Ergebnis ist man dann auch in eine Vorstandssitzung reingegangen, wo auch der Dr. Demel dabei war und der Dr. Wiedeking. Und da hat man das. Demel war damals der Vorstandsvorsitzende von Audi. Genau. Ne? Nachdem der Dr. Pirch ja in Wolfsburg dann war. Ne? Und da haben wir das dann vorgestellt. Dazu gehört dann natürlich auch eine Wirtschaftlichkeitsrechnung.
Das ist dann alles bei uns gemacht worden. Da hatten wir dann auch aus unserer Finanzleute dabei in unserem Team, die das dann ausgerechnet haben. Da mussten die Audi-Leute natürlich sagen, wie viele Fahrzeuge können wir uns vorstellen, dass wir sie verkaufen. Dann muss gesagt werden, zu welchem Preis würden wir sie dann verkaufen. Und dann, was wird es denn kosten? Was stecken wir rein als Entwicklung? Was stecken wir rein an Teilen und so weiter? Und dann gibt es da eine Wirtschaftlichkeit, die haben wir da vorgestellt und die ist dann akzeptiert worden. Und dann heißt es Ärmel hochkrempeln. Was war denn die Definition? Ich merke gerade, dass Sie mit Ihren Projekten immer BMW gejagt haben. Erst den M5 und dann den M3. Ja, wobei also bei dem M5 war das halt von Mercedes gesetzt und hier war es von Audi gesetzt. Ne? Ja. Ja. Und wo wollte man angreifen? Also ich meine, der große Unterschied ist natürlich Allrad und ja. Kombi. Ja, und genau. Das hat den Wagen ja schon so besonders gemacht. Ja, da haben wir natürlich, also Allrad war immer gesetzt. Das war sowieso klar. Auch die S-Modelle von Audi sind ja alle Allrad gewesen. Das war gar keine Frage. Und der Allrad von Audi ist auch fahrdynamisch so gut, dass es absolut blödsinnig gewesen wäre, da jetzt drüber nachzudenken, das Auto nur als Fronttriebler zu machen. Ne? Das mit dem Kombi ist durchaus diskutiert worden. Also da gab es also auch verschiedene Ansätze. Also erstmal haben wir bei dem Projekt nicht nur die Basis Audi 80 angeguckt, wir haben auch die Basis Audi 100 angeguckt. Da wäre dann wieder der M5 möglicherweise gewesen. Aber da aus Marketing-Sicht ist dann gesagt worden, nein, wir konzentrieren uns auf die Basis Audi 80. Ja, und haben Sie gleich gesagt, der 500e ist so gut geworden, hat keine Sonne. Ja, möglicherweise. Aber welche Karosserieform, das ist durchaus diskutiert worden. Also Coupé hätten wir sicherlich nicht gerne gemacht, weil Coupé ist nun doch sportliches Auto. Das hätte dann vielleicht mehr kannibalisiert bei unserem Elfer. Das wollten wir vermeiden. Aber was diskutiert worden ist, ist Limousine. Aber dann kam genau die Überlegung, die Sie gesagt haben, das ist jetzt Neuland mit einem Kombi. Da gibt es bestimmt eine Menge Leute, die da ein Interesse haben, die ein sportliches Auto fahren möchten, aber doch auch ab und zu mal was, aus welchem Grund auch immer, was laden möchten. Und da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal auch gegen BMW zum Beispiel. Da hatte man zum Beispiel auch überlegt, ja, Porsche Cup-Fahrer, vielleicht kaufen die so ein Auto und fahren dann den Porsche Cup-Wagen dann hinten mit dem Anhänger dahinterher oder so. Ne? Das ist sicher passiert. Ne? Ja, nee, weil beim Porsche Cup hat man hinterher ja ganz andere Forderungen an die Teams gestellt. Keiner mehr mit dem Anhänger kommen. Jetzt hat man da schon vorbei. Okay. Ja. Nee, aber da hat man dann eben gesagt, das ist Alleinstellungsmerkmal und da konzentrieren wir uns drauf. Und dann war es so, wir wussten ja, wie lange der Audi 80 läuft. Und dann wussten wir auch, auf welche Tagesstückzahl wir das Ganze ausgelegt haben. Und da war ganz klar, also wenn der Kombi einigermaßen gut angenommen wird, dann braucht man gar nicht über eine andere Karosserieform nachzudenken, weil dadurch kriegen wir nicht mehr Autos. Mhm. Und das war auch so. Der Kombi ist ja sehr gut angenommen worden. Und wir haben eine Limousine aufgebaut. Da wollte man einfach nur mal sehen, wie sieht denn das Auto aus? Vielleicht um eine Entscheidung treffen zu können beim A4, wenn es da eine RS-Variante gibt, geht man da auf Limousine oder nicht. Also wir haben eine aufgebaut und soviel ich weiß, ist eine auch bei Audi aufgebaut worden. Ich habe mal gelesen, es gibt vier. Ja, es also sollen zwei. Noch zwei bei irgendeinem Tuner oder sowas aufgebaut worden sein, aus einer normalen Limousine. Aber ich sage jetzt mal, im Rahmen der Entwicklung bei uns eine und bei Audi eine zweite. Mhm, okay. Und so wie mir der Herr Matthias Müller erzählt hat, hat er wahrscheinlich die wir aufgebaut haben, als Dienstwagen eine lange Zeit gefahren. Okay. Ja. Auch nicht das schlechteste Auto. Turbo war auch immer gesetzt? Ja, also Turbo war gesetzt. Ich meine, das war klar. Und es war auch gesetzt, dass das Konzept so bleibt. Also ein Turbolader. Ja und nichts am Konzept ändern, aber von A bis Z alles überarbeiten. Ja, also das fing beim Ladeluftkühler an, ging über Luftmassenmesser, geht über die Einspritzdüsen, über den Turbolader selber natürlich, da musste eine Nummer größer gemacht werden, Abgasanlage, Katz mit weniger Widerstand und so weiter. Das ist also von vorne bis hinten überarbeitet worden und dann kam natürlich die Frage Haltbarkeit. Und da muss ich sagen, da sind die Audi-Leute sehr kompromisslos gewesen. Also man hat natürlich auch diskutiert, brauchen wir denn bei diesem Auto die gleiche Anzahl von Volllastdauerlaufstunden wie bei einem S2 oder sowas. Ja, ne? Ja. Und da haben die von vornherein gesagt, also das Konzept, was wir haben mit unseren Dauerläufen, das hat dazu geführt, dass unsere Fahrzeuge so zuverlässig sind. Und da gehen wir nicht einen Millimeter von weg. Mhm. Also da haben wir exakt die gleichen Bedingungen, also gleiche Anzahl von Stunden
mit Volllast, obwohl natürlich Volllast bei dem Auto, bei dem Motor, was anders bedeutet hat, als bei dem 230 PS S2 Motor. Ja, und das hat natürlich geheißen, dass man sich auch die mechanischen Komponenten angucken musste, ob man da noch was dran ändern muss. Zum Beispiel musste ein, ich glaube, das Kurbelwellenlager, das erste Hauptlager, das musste nochmal festigkeitsrolliert werden. Mhm. Und auch die Ölversorgung, ich glaube, von dem ersten Pleuellager, die aus Fertigungsgründen ja so war, dass sie für den S2 funktioniert hatte, aber in der Großserie schlecht gewesen wäre, das noch zu verbessern. Das haben wir dann natürlich für die kleine Stückzahl dann mit einem veränderten Prozess dann nochmal optimiert, ne? Das ist schon immer ein irrer Aufwand für in Anführungszeichen, Autos. Ja. Aber wenn man nicht daran festhält, an diesem Dauerlauf-Qualitätsding, da sieht man, was bei rauskommt beim Lotus Omega. Ich glaube, da gab es dann nachher Sammelklagen, ne, gegen die Autos, die auseinandergefallen sind. Ja, und das können sie sich als Hersteller eigentlich nicht erlauben. Nee. Und da ist es was anderes, wenn ein Tuner jetzt sagt, oh, da hole ich jetzt noch mal ein paar PS raus und er läuft auch hinterher gut. Mhm. Aber es ist, sagen wir mal, ein anderes Herangehen. Und also ein Tuner kann da schon eher mal ein Auge zudrücken, auch weil er weiß, wenn ich das jetzt für einen Kunden mache oder so, dann kann ich ungefähr abschätzen, wie fährt der. Ja. Aber wenn sie Großserienautos bauen, sie wissen nicht, wie der Einsatz, das Einsatzspektrum der ganzen Kunden ist. Und sie müssen im Prinzip alles, die ganze Bandbreite abdecken, ne? Ob da einer mit so einem Auto jetzt mit sehr viel Gewicht fährt, zum Beispiel, weil er das eben doch zum Transport sehr stark benutzt, oder andere, ob die maximal Autobahn fahren und da immer mit 260 lang fahren oder so. Sie müssen den ganzen Bereich abdecken. Und auch weltweit, ne? Hitze, und, Kälte, ja, das auch noch. Und das Auto ist ja, der R2 ist ja dann nicht in den USA zum Beispiel verkauft worden. Ah, okay. Aber das Thema Hitze ist natürlich ganz klar. Da müssen wir immer schon gucken, in welchen Märkten verkaufen sie und was sind die klimatischen Bedingungen da. Ne? Und gerade mit Allrad ist er auch prädestiniert, in Skandinavien zu fahren. Ne? Extreme Kälte. Ja. Also Kälte ist da sicherlich kein Abstrich gemacht worden. Ja. Diese Dauerläufe gab es da, also jetzt außer bei diesem Pleuellager, noch andere Probleme, wo sie geschluckt haben? Ja, beim Getriebe haben wir das Zahnrad vom ersten Gang verstärken müssen. Das ist noch das, was ich weiß. Mhm. Alles andere hat von der Dauerhaltbarkeit funktioniert. Es gab am Ende noch so zwei Problemchen, wo uns noch so ein bisschen der Schweiß auf die Stirn gekommen ist. Und zwar, das eine war, die ganze Abstimmung hat ja im Sommer stattgefunden und dann die letzten Tests im Winter. Im Winter ist die Luft kälter, mhm, und damit ist sie dichter. Und damit ist das Drehmoment von dem Motor noch signifikant höher gewesen. Und dann, wir sprachen vorhin drüber, dass ein Motor immer elastisch aufgehängt ist. Und diese elastischen Aufhängungen haben natürlich irgendwann auch ein Ende, einen Anschlag. Und durch dieses erhöhte Drehmoment, alleine durch die Luftdichte, ist er dann in die Anstellung gegangen und hat angefangen zu brummen. Oh, okay. Und das zu einem Zeitpunkt, wo wir eigentlich schon ausliefern wollten. Ja, dann muss man natürlich in aller Hektik dann nochmal dran. Die Motorlager müssen dann in der Charakteristik nochmal geändert werden. Und das war dann also noch eine nette Aufgabe, das noch vor Serienstart hinzubekommen. Und das Zweite war, es gibt immer so Versuche, die macht man, weil man weiß, man muss sie machen, aber da erwartet man eigentlich kein Problem. Und dazu gehören sogenannte Misuse-Versuche. Also es muss auch möglich sein, dass ein Kunde jetzt mit 30 Stundenkilometer in einen Sandhaufen fährt, weil er den gerade nicht gesehen hat da. Und da sollte nicht der Airbag aufgehen. Okay. Und da das mit den Fahrwerkslagern, die der Audi normalerweise hat, überhaupt kein Problem war, bei den ganzen Audi-Fahrzeugen hat man gesagt, ja, machen wir auch noch mal. Ne? So, und dann hat man den Versuch gemacht. Und ja, der Airbag ist aufgegangen. Also jetzt nicht wirklich, sondern man klemmt den ab und macht Datenblocker dran und dann haben wir festgestellt, er hat ausgelöst. Okay. Jo, und das war zu einer Zeit, da standen schon einige Produktionsfahrzeuge da. Da musste man also sehr hektisch dann diese Fahrwerkslager überarbeiten. Also wenn sie in den Sandhaufen fahren, dann fahren sie mit dem Rad da ja rein und dann gehen die Lager ganz plötzlich auf Anschlag. Also sie haben einen Kraftsprung. Ja. Und mussten diese Lager so geändert werden, dass man da keinen Kraftsprung hat, sondern einen langsamen Anstieg dann gegen Ende. Ja. Und das haben wir dann auch hingekriegt, aber da mussten dann einige Autos umgebaut werden. Und die sind dann alle nach Weissach gebracht worden. Und da hatte der Werkstattmeister da eine tolle Planung gemacht und hat die dann alle auf die Hebebühnen, die Achsen raus. Die mussten natürlich ausgepresst werden, die Lager, neue Lager eingepresst werden. Ja, und dann ist da alles für Details, hat das noch funktioniert. Ja, das sind so Sachen, das, ich sag mal, das hat man fast bei jeder Autoentwicklung, dass da
ganz zum Schluss noch mal irgendwas kommt, wo man dann noch mal ein bisschen Schweiß auf die Stirn kriegt. Wie lange haben Sie an dem Auto entwickelt insgesamt? Das ging ja auch relativ zügig, glaube ich. Ja, das ging relativ zügig, also ungefähr ein Jahr. Wow. Ja, ja. Und dazu muss man dann wissen, also wir haben ja neue Stoßfänger gemacht, vorne und hinten. Und normalerweise unter 2 Jahren eine Stoßfängerentwicklung geht gar nicht. Ne? Mhm. Weil erstmal Werkzeugerstellungszeiten, das sind ja Riesenwerkzeuge. Und wir haben da bei dem Auto auch keine Kompromisse gemacht, sodass wir da in Spritzwerkzeuge gegangen sind, die auch beim S2 bei Audi verwendet worden sind, die Materialien. Mhm. Also beim 928 zum Beispiel sind ja Polyurethanteile gemacht worden, auch beim Carrera GT. Da macht man dann einfachere Werkzeuge, die auch eine geringere Laufzeit haben, Erstellungszeit. Ne? Hier haben wir aber auch gesagt, die Lackierung und alles läuft wie beim Audi. Deshalb nehmen wir auch die Materialien wie beim Audi. Das war ein thermoplastischer Polyester. Und dazu brauchen Sie dann auch ein entsprechend großes und stabiles Werkzeug. Also die Schließdrücke von diesen Werkzeugen sind erheblich höher als bei so Polyurethan-Teilen. Und deshalb dauert so ein Werkzeug zu fräsen und abzustimmen schon mal ein Jahr. Davor geschaltet ist dann die Konstruktionsphase. Und in der Regel ist da auch eine Phase dabei, wo die Flächen geglättet werden. Also damals waren das ja noch von Hand abgetastete Daten, war ja noch nicht CAD oder CAS. Die sind dann ins CAD übernommen worden. Und dann wird da ein Flächenglättungsprozess dann nachgeschaltet, weil von dem Abtasten mit der Nadel, da haben sie dann immer irgendwelche Wellenlinien. Ja. So, und diese Flächenglättung, das dauert auch noch mal Monate, bis das denn die der Computer rechnet? Das sind ja verschiedene Schleifen und ja. Dann fräsen sie auch wieder ein Modell ja. Mit diesen geglätteten Daten und gucken, da zieht man dann eine Lackfolie drüber und dann guckt man sich das unter Streifenlicht an, ob das alles in Ordnung ist. Und da haben wir gesagt, also da müssen wir hier mal in diesem Fall das Risiko erhöhen und machen das rein im CAD, gucken uns das rein im CAD an, da werden keine Datenkontrollmodelle gefräst, weil das kriegen wir in der Zeit nicht mehr hin. Und das hat auch dann funktioniert. Die Sachen sind wirklich gut geworden. Und dadurch, dass wir da also das Risiko in der Konstruktionszeit erhöht haben, haben wir es dann hingekriegt, dass wir in 9 Monaten die Stoßfänger auf dem Hof liegen hatten. Ja, Wahnsinn, ne? Dass ja. Solche Teile dann so lange dauern. Aber kurz. Aber insgesamt, also das, ja. Wenn man einen normalen Prozess hat, dass es ein Jahr dauert, bis man sein Werkzeug hat. Bis ja. Das entsteht. Also der ganze Prozess muss man sehen, nicht nur die Werkzeugerstellungszeit. Ja. Ne? Aber was wäre gewesen, wenn Sie das Werkzeug gefräst hätten und die wären so ein bisschen wellig gewesen? Dann ja, dann hätte man es überfräsen müssen nochmal. Ne? Dann hätte man, okay, also man hätte es noch nacharbeiten können. Dann. Ja, so ein Werkzeug können Sie immer ein bisschen nacharbeiten in Grenzen. Es wird dann auch natürlich so ausgelegt, dass Sie es nochmal nachsetzen können. Mhm. Also der Konstrukteur von dem Werkzeug, der weiß natürlich auch, dass man das nicht ohne Sicherheit dann macht. Ne? Und dann muss das im Prinzip, dann müsste das nochmal nachgefräst werden. Dann müssten Sie also dann nochmal einen Datenprozess dazwischen schalten. Dass, also wenn Sie gesehen haben, dass sowas kann man nicht bringen, dann muss wirklich dann nochmal eine Glättung gebracht werden. Und ja, sowas könnte dann natürlich dann die Auslieferung verzögern, was man nicht will. Sie haben gerade gesagt, dass bei der Kälte, das wollte ich nochmal nachfragen, das Drehmoment so signifikant gestiegen ist. Ich glaube, 420 Newtonmeter hat er. Oh, 315 PS oder irgendwie sowas. Ja, 315 PS. Also genau. Ja. Und wie viel Prozent ist das Drehmoment nochmal angestiegen? Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich würde mal sagen, so 20% schon. 20%? Ja. Das ist ja schon richtig Dampf eigentlich. Ja. Ne? Ohne, dass Sie mich jetzt drauf festhalten. Nee, okay, will ich nicht. Weil es war schon so signifikant, dass er dann in den Anschlägen gebrummt hat. Also das war nicht nur 2%. Ne? Dann, ja, was das ausmacht, ganz interessant. Ja. Der Motor, der hat ja auch bei einigen Journalisten so ein bisschen Kontroversen hervorgerufen. Der hat die Welt polarisiert, würde ich mal sagen. Der hat die Welt polarisiert, genau. Also die einen lieben es, die anderen hassen es. Der hat natürlich einen riesen Turbolader, um diese 315 PS aus 2,2 Litern rauszubekommen. Ja. Und dementsprechend hat er an den ersten 911 Turbo erinnert, ne? Mit ordentlichen Lungs, aber auch einem ordentlichen Turboloch. Ne? Ja, also da erinnere ich mich gerne daran, dass ich bei der Pressevorstellung dabei war. Das war auch, ich sag mal, ein Erlebnis, diese Pressevorstellung, weil das war das erste Mal für mich, auch für die Kollegen, die dabei waren, waren natürlich die Fachprojektleiter auch alle dabei. Und bei den reinen Fremdentwicklungen, da sind Sie als der Auftragnehmer, stehen Sie da nicht vorne, wenn jetzt die Journalisten kommen. Aber bei diesem Fahrzeug war es so, dass natürlich die Audi-Leute und wir direkt Ansprechpartner für die Journalisten waren und in technischen Fragen natürlich
ausschließlich unsere Leute, weil wir da richtig drin gesteckt sind. Und da weiß ich eben noch, dass der Automotorsportkollege, der war eigentlich gar nicht so begeistert. Der kannte sicherlich den M3 als Saugmotor und war also von diesem Turboloch, das fand er gar nicht gut. So hat er das auch geschrieben in seinem Bericht dann. Aber andere Journalisten, die kamen wieder und haben gesagt, hey, da spürt man jetzt endlich mal wieder, dass da richtig Power drin ist. Das waren aber leider nicht die Meinungsbildner dann. Das waren eher die von kleineren Zeitschriften oder so. Und Automotorsport war natürlich der Top-Meinungsbildner, das ist ja ganz klar. Ne? Ist das damals bei Audi angekommen? Also wurde das da nochmal in Frage gestellt? Nein. Wir haben es ja gesagt. Also erstmal war das Auto fertig, ja, da konnte man nichts mehr in Frage stellen. Und das ist so akzeptiert worden und grundsätzlich hat man das gewusst. Die Entscheidungsträger bei Audi sind die Autos ja auch immer gefahren. Eben. Haben die das mal diskutiert oder gesagt, da brauchen wir so eine... Nie diskutiert worden, das ist nicht diskutiert worden. Okay. Und wir sind ja auch bei den Konzernabnahmefahrten dabei gewesen. Und da sind ja alle Vorstände bis zum Dr. Piech das Auto gefahren. Und der Dr. Piech war einfach eigentlich begeistert von dem Auto. Und das ist so akzeptiert worden. Dass, ja. Haben Sie neben ihm gesessen bei der Fahrt? Hinter ihm. Hinter ihm, tatsächlich. Wie ist das, wenn man da sitzt und der große Dr. Piech fährt das Auto? Ja, also es war so, wir waren bei einer Kaltfahrt dabei und bei einer Heißfahrt. Und wir haben das immer so gemacht, ich bin in dem Auto geblieben. Also normalerweise saßen in den Autos bei der Konzernabnahmefahrt niemand sonst mit drin. Und da sind dann immer Paare, Fahrer, Beifahrer, dann immer durchgewechselt. Und der Dr. Piech ist immer mit dem Herrn Lopez zusammengefahren damals. Mit dem Lopez? Ja. Die waren immer, hat er gleich gesagt, was habt ihr für teure Teile verbaut? Die waren immer im Doppelpack. Ja. Und weil dieses Auto ein bisschen was Besonderes war, gerade in der Audi-Welt da, bin ich als Ansprechpartner immer mitgefahren, saß hinten drin. Und der Dr. Piech hat sich dieses Auto immer bis ganz zum Schluss als letztes aufgespart. Und er hat es auch richtig knacken lassen. Also er ist dann immer an der Spitze der Truppe gefahren. Und normalerweise gab es eine ganz eiserne Regel, niemand darf seinen Hintermann verlieren. Ne? Da musste abends bei der Abendveranstaltung dann richtig was bezahlt werden, wenn man gegen solche Regeln verstieß. Aber die galten natürlich nicht für den Herrn Dr. Piech. Und er hat es dann also auch richtig knacken lassen da. Und aber ich muss sagen, er konnte gut fahren. Also das war wirklich absolut in Ordnung. Da habe ich nie irgendwie kalte Füße gekriegt. Ja. Bis auf einen Punkt, den ich auch mal wieder gerne erzähle. Es war nämlich ein warmes Land, wo man auf der falschen Seite fährt. Und da hat er einen Trecker überholt und ist dann auf der rechten Spur geblieben. Und das Ganze ging auf eine Kuppe zu. Oh Gott. Und da hatte ich erst gedacht, naja, vielleicht will er jetzt mal einen Spurwechsel üben, weil fahrdynamisch war er ja nur schon gut drauf. Aber er hat einfach vergessen, auf die linke Spur zu fahren. Und dann kurz vor der Kuppe oben habe ich ihm dann doch auf die Schulter tippen müssen. Und er ist auch recht schnell rübergefahren. Und der Lopez sah sich schon... Das weiß ich nicht. Herr Lopez konnte ich nicht in die Augen gucken, weil der saß ja nun da vor mir, aber... Okay. Ja. Der Juan Ignacio Lopez, das ist ja der quasi VW so ein bisschen das Sparen beigebracht hat. Ne? Hat er bei Ihnen auch angefangen, bei den Porsche-Bremsen nochmal im Preis zu handeln? Nein. Also da hat er sich überhaupt nicht reingehängt in das Auto. Nein. Okay. War vielleicht auch besser so. Wir müssen aber auf die Teile kommen, weil da ist ja tatsächlich, Sie haben ja einfach ins Porsche-Regal gegriffen und auch vom Porsche-Design her, also Blinker zum Beispiel, die schmalen 903 Blinker, Bremse, Porsche, so, also was sind da alles für Teile verbaut worden? Ja gut, das war natürlich am Anfang auch ja eine Vorgabe oder beziehungsweise darauf haben wir uns geeinigt. Wir haben gesagt, wir machen das als Kooperationsprojekt, aber dann muss das auch erkennbar sein. Dann muss Porsche auch in dem Bild des Autos erkennbar sein. Und dann hat, also da ist das Design, alle Designänderungen bei uns gemacht worden, von dem Herrn Heiler. Und der hat dann eben Vorschläge gemacht, wie kriegen wir jetzt Porsche Styling-Merkmale damit rein. Mhm. Das waren dann zum Beispiel die Lampen, da, also die Nebelleuchten vom 993 im Blinker. Das waren auch die Außenspiegel, die ja sehr formschön waren von uns. Und das war in der Heckansicht das Nummernschild im Stoßfänger integriert. Ja. Das waren also die Punkte, die wir gebracht haben. Und dann technisch natürlich die Bremsen, auch in Rot. Bei uns waren sie eigentlich in Rot ja nur beim Turbo. Ja. Aber da haben wir gesagt, hier bringen wir sie auch in Rot rein, als wirklich als Porsche-Farbtupfer. Und die Felgen noch, ne? Und ja klar, natürlich die Felgen. Ja. Und das haben wir dann so vorgestellt. Und da gab es dann auch Designvorstellungen bei uns in Weissach im Steilinghof, wo dann auch der Dr. Piech und seine Kollegen dann auch da waren.
und das dann auch so abgesegnet haben. Und dann kommt es natürlich immer darauf an, was ist gerade angesagt bei uns jetzt. Man verändert die Formensprache auch immer ein bisschen. Und das hat er auch natürlich versucht, in dieses Auto auch mit reinzubringen. Das ist sicherlich nicht ganz einfach. Auf der einen Seite ist es ja nun Audi geblieben. Und er sollte auch als Audi erkennbar sein, aber eben als Kooperationsprojekt mit Porsche. Mhm. Und ich denke, das ist gut gelungen. Als Sie am Anfang da zusammengesessen haben und die Leute von Audi geschätzt haben, wie viel Sie davon absetzen können, ist da schon die Zahl gefallen, was nachher abgesetzt wurde? Weil es sind, glaube ich, nur 2.891, ich glaube nicht, sondern ich lese es gerade ab, 2.891 Autos gebaut worden. Na, man hat sogar am Anfang von 2.000 Autos gesprochen oder, mehr, 2.200. Damit ist die Wirtschaftlichkeit gemacht worden. Damit ist die Auslegung auch der Produktionskapazitäten gemacht worden. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, dass die Nachfrage nach dem Auto denn doch noch mal größer ist. Und dann haben wir gesagt, okay, wie lange können wir denn bauen? Wann ist die Basis nicht mehr da? Und dann haben wir den nochmal erhöht auf diese knapp 2.900 als 2.800. Ja, stimmt, den Audi R4, den gab es ja schon länger. Ne? Der Ford, ja, ja. Die Karosserie, also immer wird das ja ausgelaufen. Genau, die ist ausgelaufen und da war klar, da geht nichts mehr. Also man hätte sicherlich noch ein paar von den Autos bauen können, aber da war einfach... Und da war der Nachfolger am Start. Ja. Und den Nachfolger, den hat Audi selber gemacht. Also da gab es nicht mehr die Debatte, dass sie das nochmal bei Porsche machen. Also wir hatten schon überlegt, ob wir diese RS-Reihe mit Audi weitermachen. Ja. Auch... ich sag mal, mit dem Aspekt Powered by Porsche, also wirklich als Kooperation. Wir hatten auch schon ein bisschen Ideen gesammelt, aber irgendwie schien so die Liebe ein bisschen abgekühlt zu sein. Ich weiß es nicht, ich kenne die Gründe nicht, aber es wurde dann gesagt, nee, machen wir dann doch nicht. Und dann haben die halt die Quattro GmbH gehabt und haben solche Sachen dann selber gemacht, ja. Aber ich glaube, das war tatsächlich zwischen Audi und Porsche irgendwann... Ja, auch motorsportlich gab es dann ja große Konkurrenz. Und es ist irgendwie ein bisschen auseinandergegangen. Also diese Idee war da wohl nicht mehr so attraktiv. Ich weiß es nicht, das ist eine Sache, die im Marketing und auch auf Vorstandsebene entschieden wird. Da war ich dann nicht mehr mit drin. Ist wahrscheinlich auch schwierig. Zwei so Alpha-Marken in einem Konzern, dass man dann sagt, jetzt müssen wir uns von den Stuttgartern sagen, dass wir mal Autos baut. Das wollen wir dann doch nicht. Und Porsche hat dann ja auch eine tolle weitere Beschäftigung für Sie gefunden. Ja. Kam das direkt nach Audi? Nein, das kam überhaupt nicht direkt. Also ich war natürlich total zufrieden mit diesen Projekten, die ich da gemacht habe. Das war wirklich eine super Sache. Aber es war natürlich irgendwo, habe ich dann auch gedacht, es wäre schön, wenn ich an Porsche-Projekten arbeiten kann. Ja. Und da hatte ich mit dem Herrn Marchardt, das war ja damals unser Entwicklungsvorstand, der war auch mal mein direkter Chef, das kannte ich also und hatte auch natürlich mit dem im Rahmen Audi RS2 viel mit ihm zu tun gehabt. Und bin ich mal zu ihm hingegangen und habe gesagt, Herr Marchardt, Fremdentwicklung ist eine tolle Sache, aber irgendwie bin ich ein Porsche-Mann. Ich möchte auch an Porsches arbeiten. Und dann hat er gesagt, okay, ich denke mal drüber nach, dann schauen wir mal. Und dann kam leider erstmal eine Zeit lang nichts, weil es muss natürlich auch etwas da sein, ne? Mhm. Und dann habe ich in der Zeit Weiterbildung gemacht in Richtung Qualitätsmanagement. Ja, dann irgendwann auf einmal kam der Anruf von Herrn Marchardt und sagte, Herr Hölscher, hätten Sie nicht Lust, einen Supersportwagen zu machen? Und ich sage immer, da braucht man natürlich ein bisschen Bedenkzeit, ne? So 5 Sekunden ungefähr. Ich wollte gerade sagen. Also das und ja, dann hat er mich gefragt, ob ich denn nicht einen Supersportwagen machen will, den Porsche auf die Rampe schieben will. Und war klar natürlich, sowas lässt man sich nicht entgehen. Und bin dann zu diesem Team gestoßen, die das dann auch als Konzept gemacht hat. Ne? Mhm. Sowas wird natürlich auch erstmal vorbereitet, bevor man dann sagt, wir gehen damit in die Serie oder gehen in die Breite. Und das ist gemacht worden in der Konzeptabteilung. Sowas gibt's ja bei Porsche nicht nur, sondern das gibt's in jeder Fahrzeugfirma, wo erstmal dann Konzepte ausgearbeitet werden. Der Chef davon, das war der August Achleitner. Und der hat auch dann als Projektleiter dieses Konzeptprojekt gemacht, was dann ja damit darin gemündet hat, dass man dieses Konzeptfahrzeug in Paris im Jahr 2000 vorgestellt hat mit dem Walter Röhrl nachts auf dem Champs-Élysées in strömenden Regen und so weiter. Ne? Und da bin ich dann reingekommen, habe da erstmal gesehen, was ist denn da jetzt die Idee? Was soll da gemacht werden? Und meine Aufgabe war dann parallel zu dem Aufbau von dem Konzeptfahrzeug, denn mit einer kleinen Gruppe schon mal zu gucken, wie kann man das denn herstellen? Was würde das denn bedeuten, wenn wir jetzt da ein Fahrzeug mit Kohlefaserkarosserie machen? Was brauchen wir am Motor? Was muss da gemacht werden? Fahrwerk und so weiter. Welche Zulieferstruktur braucht man? Weil das ist ja
ein ganz anderes Auto als unsere normalen Fahrzeuge. Keine Blechteile und so weiter, da braucht man ganz andere Zulieferer. Und das haben wir dann in der ersten Zeit mit der kleinen Gruppe dann schon mal versucht, alles unter einen Hut zu bringen. Da waren dann natürlich auch Package-Leute dabei, die dann schon mal das Fahrzeug also richtig am CAD zusammengebaut haben, wie man es sich auch hinterher vorstellt. Weil dieses Konzeptfahrzeug, da hat man halt geguckt, was ist denn da, was kann ich denn nehmen. Da alles, was unter der Haut war, hatte eigentlich gar nichts mit dem Carrera GT zu tun, wie er hinterher dann kam. Es sah natürlich von außen. Das war ein Boxster, der irgendwie so ein bisschen umgebaut war. Ja, man hat also einen Boxster, eine Boxster-Karosserie genommen, hat die abgeschnitten, hat die schwarz angemalt und hat gesagt, jetzt stellen wir uns mal vor, das ist Kohlefaser. Und da ist dann auch der Motor, und da hat man einen echten LMP-Rennmotor genommen, und der ist ja auch richtig fest hinten dran geschraubt worden, wie in den Rennwagen. Ja. Und der Walter Röhrt hält sowas aus. Der fährt damit und stört sich nicht an Geräuschen und sowas. Das war einfach Demonstration, Demonstrator. Und wir haben dann also parallel überlegt, ja, wie müssen wir das denn umbauen? Wie müssen wir das denn aufbauen? Was brauchen wir alle, damit das denn ein Serienfahrzeug wird? Und darüber reden wir in der nächsten Woche weiter. Okay. Das war Michael Hölscher für heute, und jetzt seid ihr sicher erst einmal gut damit beschäftigt, nach gebrauchten 500e und RS2 zu suchen. Jetzt könnt ihr noch eine Woche eisern sparen, und dann rückt der Carrera GT auch wieder ein Stück näher, um den es in der kommenden Woche gehen wird. Wenn ihr sagt, da ist Hopfen und Malz verloren, dann könnt ihr euer Geld auch bei mir im Shop ausgeben und euch zum Beispiel ein Stück alte Schule in Form einer Tasse oder eines Shirts nach Hause holen. Das alles gibt es bei mir auf der Seite unter www.alteschule.tv. Ich freue mich, wenn ihr da mal reinschaut. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin habt eine gute Zeit und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.